einem Hü. Ah, Moment, jetzt habe ich draußen ziehen gepfiffen. Es liegt an so einem ganz besonderen Dingeling hier. Moment mal, nein, was ist denn das jetzt? Findet ihr aus. Ach so, das hatten wir schon. Wir gehen jetzt mal wieder zum Kolpion-Hügelgrab, weil wir haben ja diese. Naja, diesen Brief jetzt. Und dann können wir noch die Pfahlwurzeln abgeben. Muss ja sowieso noch gemacht werden. Ja, und ich brauche auf alle Fälle wirklich neue Mods hier. Richtig geile, anständige Mods. Als nächstes kommt auf alle Fälle der Flugmod mit drauf und. Ah, was nehmen wir mal noch? Verbesserte Zerstörungsmagie-Mod und. Was noch? Ah ja, genau. Und dann muss ich noch diese. Aber ich muss noch einmal ableveln hier. Ich muss noch meinen Schleichen hochbekommen. Und was mir auch noch einmal aufgefallen ist, die Wiederherstellungsmagie muss ich auch noch auf 100 bekommen. Was jetzt, was jetzt passieren wird. So, ich muss mal kurz schauen, wie weit sie überhaupt ist. Wo bin ich denn hier? Zerstörung ist hier, Wiederherstellung ist beim R. Ich benutze das jetzt, bis es Mana alle ist. Das wären dann einmal, zweimal und dreimal. Okay, und jetzt gucken wir mal. Ja, es geht relativ fix. Nebenbei mal speichern. So, also. Ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. So, sieht so aus, als ob ein paar Bergleute überlebt hätten. Die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert. Mhm. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Drauger. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Okay, das ist anscheinend irgendein Schimpfwort für Schwachling, Schwächling, was auch immer. So, kümmern wir uns erstmal wieder um das Kolpion-Hügelgrab. Meine Güte, ey. Da ist man einmal weg. Es ist doch eigentlich besser gewesen, oder da wäre es besser, wenn man die ganze Zeit hier bleibt, tausende von Drauger erledigt. Man könnte die ja natürlich verbrennen. Das habe ich, glaube ich, die ganze Zeit gemacht. Ja, ich habe die auf alle Fälle nicht einfach nur erschlagen. Das Problem ist, wenn man die verbrennt, dann sind das nicht einfach nur verkohlte Objekte, einfach nur auf dem Boden. Oder mit Blitz würde es funktionieren, der wäre ja total desintegriert. Aber mit Feuer funktioniert das nicht. Da fallen die bloß um. Genauso wenig mit Eis, da wären das nicht einfach nur irgendwelche Statuen. Das wäre ziemlich geil. Würden die einfach nur zack gefrieren und da stehen. Na gut, dafür gibt es dann irgendwelche Veränderungszauber, die paralysieren. Und jetzt würde ich gerne mal in dieses dämliche Kolpion-Hügelgrab rein. Super. So. Okay, wie viel haben wir jetzt wieder verbraucht? Ja, okay, das sieht so aus, als ob wir demnächst wirklich ein Level-Up haben. Jetzt muss ich mich aber wieder um den Feuerball kümmern hier. Nebenbei mal speichern. So, wieder mal reinschleichen. Ach du Scheiße. Na gut, das bringt uns nichts. Warum auch immer, aber ich habe so das Gefühl, ich hätte mehrere gleich mal angreifen können, das wäre besser gekommen. Okay, da hinten ist wieder einer. Ah, Alter, man macht hier keinen Schaden an den. Gut, Gegner down, Trauger, Geisel, bla bla bla, Gold und so weiter. Fußrotter am Arsch. So. Kann ich den nicht weiter nach hinten hauen? Das wäre ziemlich cool. Okay. Moment. Das hat sich angehört, als ob hinter mir irgendwas wäre. Yep. So, ein ruheloser Trauger. Wenigstens geht der mal relativ fix tot. Hoppala, verfehlt. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Na komm schon, lass uns doch mal sterben hier. Alter, wie viel Leben haben die überhaupt? Das ist ja nicht mehr feierlich. So, Problem gelöst. Moment mal, das war jetzt nicht das, was ich bräuchte. Oh, ein schöner Ebenerz, zwei Hände hat er dabei gehabt. So, diesmal sind die Gegner nicht mehr in der Halle hier. Nein, diesmal sind sie wahrscheinlich in der Halle weiter drüben. Waren das alle? Ah ne, hier hinten sind noch ein paar. Kümmern wir uns mal noch um den. So.
Na komm. Geht doch. Einer weniger. Hier haben wir wieder irgendwelche separaten Dinge. Was ist das denn? Schau mal einer an hier. Nehmen wir mal speichern. Und wir könnten mal noch das Licht anmachen. Wo ist denn hier? Holy Light. Hier. So. Jetzt sieht es doch alles wundervoll aus hier. Also da ist Ring der Totenbeschwörung. Okay. Und das alles mitgenommen ohne... Okay, gut. Den haben wir jetzt einfach nur weggeschreddert. Hier kommen wir nicht seitlich weiter. Vielleicht geht's hier dann irgendwo hin. Wo kommen wir denn da weiter? Eieiei. Okay, das ist jetzt der Bergmann. Das ist ein großer. Den brauchen wir nicht. Das ist nur eine Eisentür. Dahinter sind wieder irgendwelche Gegner versteckt. 100 Pro. Na, komm schon. Ah, shit. Jetzt muss ich nach links. Jetzt ist offen. Hey, Spinnen. Okay, alles sauber. Dann nehmen wir den Heiltrank mit. Und die schöne Truhe. Es ist immer schön, wenn die nicht verschlossen sind oder so. Schutzkreis brauchen wir auch nicht. Was ist das denn? Irgend so ein... Ach, egal. Irgendwas. Irgendwas. Kleiner Augenblick mal. Ich bin ja hier hochgegangen einmal. Ah, hier haben wir wieder einen. Muss ich eigentlich noch dieses Quest wieder aktivieren? Ausgrabungsarbeiten? Nein! Ach, ey, das dauert zu lange. Ich glaube, ich muss Verbrennen benutzen, weil es ist ja bloß einer. So. Wow. Ha. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Dual-Casting oder zwei Fähigkeiten simultan. Das müsste ich mir wirklich nochmal nachschlagen, was besser ist, weil da kann ich das Dual-Casting auch deaktivieren. Beziehungsweise muss ich dann wirklich immer... ich muss es wirklich hinbekommen, dann die Sprüche separat zu machen. Ohne großartig hier. Wo ist denn mal? Moment mal. Wenn man jetzt hier durchgeht, dann kommt man hier durch. Ah, hier haben wir wieder was. Und der Traugewicht geht down. Wunderbar. Yep. Man macht, glaube ich, eindeutig mehr Schaden mit zwei unterschiedlichen Sprüchen. Was totaler Beschiss ist. Hier geht es sogar noch weiter runter. Okay, der Trauger ist jetzt instant down. Ich glaube, es hat zum ersten Mal wieder wirklich funktioniert. Was macht denn die Falle hier? Okay, Moment mal. Hier können wir den Feuerball wieder annehmen. Wo ist er denn mal? Hier. Bam! Wunderbar! Das war eine gute Kamera, wirklich. Man hat es 1A fliegen sehen und dann... Muss ich denn eigentlich mal... Hier. Haben wir jetzt endlich mal dieses dämliche Wort hier. Ich glaube es einfach nicht. Wir müssen noch einen Tick weiter schaufeln. Es ist doch Wahnsinn. So. Ich müsste dann trotzdem noch hier oben weiter, ne? Ja, genau. Ich muss trotzdem noch hier oben weiterlaufen. Ach, na komm schon. Alter, wie oft man hier lang muss. Okay. Moment, falsche Richtung. Sag mal, wo sind denn die? Da. Oh, da haben wir jetzt gerade irgendeine Falle aktiviert. Ach nee, das war der selbst. So, und die Explosion macht Laune, ey. Gut, jetzt können wir aber trotzdem mal wieder das Verbrennen benutzen. So. Ach komm, ey, diese Eiszauber, die machen so wenig Schaden im Verhältnis zu den ganzen Angriffen einfach nur. Einfach nur Beschiss ist das. So, wo muss ich denn jetzt immer? Was war denn das eigentlich? Okay, dann aktivieren wir das nochmal.
Es ging geradeaus durch. Ah, das war jetzt blöd. Na gut, nehmen wir den auch noch. So, der will einfach nicht sterben. Okay, es sind zwei. Das heißt, wir müssen mit dem Feuerball durchgehen. Wo ist denn der jetzt wieder? F-Flammenwand Feuerball. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Ich werde jetzt immer den linken und den rechten angreifen. Immer schön in einer wunderbaren. Ja, wenn sie so direkt nebeneinander stehen, dann klappt das auch. Komm schon. So. Ah, das gibt's einfach nicht. Ich brauche wirklich mal diese ganz normalen Zauber einfach nur besser. Damit man richtig spammen kann mal wieder. Und den auch noch. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Gut, Problem gelöst. Und mein Licht ist ausgegangen. Super Timing. Nehmen wir das auch mit. Was haben wir denn hier unten? Jetzt habe ich wahrscheinlich aus Versehen wieder irgendwelche Steine überdreht. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Sehr interessant. Die haben ja ganz schön was ans Tageslicht gebracht. So, machen wir das Licht an. Nebenbei mal speichern, wenn wir so gut sind. Okay, das wird so eine Art Feuerfalle sein. Ach nee, das ist Frost, hä? Und nochmal. Wie genau funktioniert das jetzt bitte? Jetzt die gute Frage, wüsste man, wo man hier richtig langlaufen kann und wo nicht? Oder das macht mir Schaden, aber ich krieg halt nur so wenig ab, weil ich Kolpion wache. Na gut. Die Ärmsten. Haben es einfach nicht auf die Reihe gebracht. Kuh, eine Schale mit Seelenstein. Ein paar Bergmänner. Was sind die Dinger denn? Gut. Okay. Wenn man jetzt hier durchläuft und da durchläuft. Ich weiß noch nicht mal, wozu die Dinger gut sind. Na gut. Das wird mir dann wahrscheinlich später noch zu irgendwas helfen. So, machen wir erstmal das Lehrlingstrühlein auf hier. Oh, das will nicht. Das will immer noch nicht. Jetzt will es. Leicht nach links verzogen. Alles mit hier. Ja, Panzerhandschuhe brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay, wo ist denn jetzt mal? Hier ist ein Ausgang. Ja, ich habe glaube ich irgendwas aktiviert. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Hab ich hier. Ja. Die zerhäckseln mich, wenn ich da jetzt durchgehe. Ach, hier oben ist er. Was ist denn dieses Drecksding? Hier. Okay. Ah, es hat aufgehört. Sehr schön, so muss es immer sein. Okay, jetzt sind wir hier einmal im Kreis gelaufen und können trotzdem nicht dieses Wort mitnehmen, weil es immer noch nicht ausgebuddelt ist. Es ist doch so mies, ey. Können die das mal bei dreimal lassen? Na gut, ach ja, ich habe einen neuen Ring gefunden. Wo ist er denn? Ah, sieh, da ist Ring der Totenbeschwörung. Wenn eine Kreatur, die du reanimiert hast, Schaden nimmt, explodiert sie für 50 Punkte Frostschaden und stirbt. Das ist cool. Also dieser Asidal-Typ, der hat anscheinend sehr gute Ringe und allen möglichen kleinen Kram. So, ich kann diesmal wirklich hoffen, dass der noch ein paar mehr... ach, ich muss sowieso dann nochmal da rein. Ah, Mann, ey, die ganze Droge. Na, jetzt zum Beispiel. Der Ascheauswurf des Roten Berges. Es hat große Teile von Solzheims Tierwelt in die Nordhälfte der Insel vertrieben. Was echt sehr schade ist, weil die Südhälfte ist doch ganz angenehm. Und das obere Stück dieses ganz, ganz rechten Holzteils hier. Ah, da sieht man so ein bisschen, wie das da rumbackt.
Wenn man da ganz nah rangeht, dann sieht man hier, das ist nicht ganz so akkurat gemacht. Da fehlt noch ein bisschen was. Die Fähigkeit Alchemie ermöglicht die Herstellung von Tränken und Giften und bestimmt deren Stärke. Na wunderbar. Apropos. Objekt. Da ist es. Kenne ich nicht. So. Erzürnen entdeckt in Wildschweinhaar. Wunderbar. Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Ja, offensichtlich nicht. Was sind denn das hier? Wenn Sie die Drauger nicht aufhalten konnten, wer dann? Ja, ich. Nun? So, alle Drauger sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber ja, wie viele sind 5000, oder? Ja, na gut, dann... Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Mhm. Aber wie ich schon sagte, und Gold ist das einzige Gegen. Habt ihr das Gold? Ja, das habe ich in der Tat. Gut, wunderbar. Gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Oh Gott, ey, natürlich klappt es nicht. Ich weiß schon, wie die ganze Sache ausgehen wird. Hört mal, das kann dauern. Bla bla bla, der und Graben und so weiter. So, die Insel sieht doch mal jetzt ziemlich cool aus. Jetzt sieht man auch den Unterschied. Ich habe das Gefühl, die Karte ist jetzt anders, oder? Die sieht jetzt richtig gut aus, wenn die ganzen Wolken hier jedes Mal weg sind hier. Weil bald ist wieder alles voller Wolken und man sieht nichts mehr, aber so sieht die Karte richtig schön aus. Na gut, ich muss nach Telmydrin und noch ein paar Pilze abgeben. Pfahlwurzel. So, Frostverzauberungen sind wirkungsvoller, wenn sie auf Stahlriemenwaffen oder Rüstungen gewirkt werden. Das checke ich jetzt hier nicht ganz. Okay, die Fertigkeit Schießkunst verbessert deinen Umgang mit Pfeil und Bogen. Je besser die Fertigkeit, umso tödlicher sind deine Schüsse. Also ist eine Stahlriemenrüstung mit Frostresistenz besser als irgendeine andere mit Frostresistenz? Kann ich irgendwie nicht glauben, aber na gut. Mit der Macht des Schlangensteins kannst du einmal pro Tag ein Ziel lähmen. Aber was soll denn das bitte? Diese ganze einmal pro Tag wirken Sache ist total hirnverbrannt. Die ist einfach nur störend. So, Moment mal. Hier muss ich da jetzt rein? Ich glaube, ich muss da rein. Okay. Was haben wir denn? Telmydrin Trankmischer. Ja stimmt, für die brauchte ich ja die Pfeil, oder? Brauchte ich für die Pfeilwurzel? Ich habe das Quest vergessen. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen. So, hier. Mir ist egal, ob er ein Hochmagier ist. Ja. Wirklich? Gut gemacht. Zwei behalte ich selbst. Nelot muss davon nichts wissen. Nehmt die letzte Pfahlwurzel und pflanzt sie in die Wand des verdorrten Hauses ein. Okay, und was hat die denn Alle Arten von Pilzen von Solstheim oder aus Himmelsrand. Oh, und ein paar weitere.